Und da hätte ich jetzt erstmal die Frage, wo wollen Sie mit der IHK Köln hin in Zukunft? Was ist so die Ausrichtung? Also wir haben das zusammen mit meinem Team jetzt angegangen im letzten Jahr, mit meinem Amtsantritt, uns die Frage zu stellen, was sind eigentlich die Erwartungen unserer Mitgliedsbetriebe, dieser 150.000 Mitgliedsunternehmen an ihre IHK Köln? Wann sagen die, die machen einen guten Job für uns, wir fühlen uns von denen gut vertreten? Und haben uns drei Fragen gestellt aus Unternehmersicht. Die erste Frage, haben die eigentlich die mich interessierenden Themen auf der Platte? Sind die immer aktuell mit dem, was sie tun? Zweites, gehen Sie mit meinem Geld vernünftig um? Sie wissen ja, es gibt eine Pflichtmitgliedschaft, jeder muss seine Beiträge zahlen. Also die Frage ist berechtigt, was machen die mit meinem Geld? Und die dritte Frage, wie erfahre ich eigentlich von den Leistungen, die ich von meiner IHK beziehen kann? Wie habe ich was von meiner IHK? Wie kriege ich was von meinem Geld zurück sozusagen? Also diese drei Fragen. Und insofern haben wir das gesamte Projekt auch unter drei Themenschwerpunkte gesetzt. Aus der ersten Frage, haben die immer die richtigen Themen drauf, haben wir das Thema Themenaktualität abgeleitet. Aus der zweiten Frage, gehen die vernünftig mit meinem Geld um, das Thema Effizienz. Und aus der dritten Frage, wie erfahre ich eigentlich, was ich von meiner IHK bekommen kann, das Thema Kundenorientierung. Und diesen drei Begriffen, Themenaktualität, Effizienz und Kundenorientierung, haben wir die gesamten Aktivitäten innerhalb unseres Strategieprojektes IHK Köln 2015 untergeordnet und haben da im Moment über 100 Maßnahmen in der Abarbeitung, die eben genau diesen drei Themen zutragen sollen. Und das Gesamtziel ist eben, aus einer guten Organisation, die wir immer schon waren, eine zukunftsfähige Organisation zu machen. Also wir haben keinen Sanierungsfall. Wir müssen nicht irgendwo aus der Tiefe wieder hochkommen zu einem Erfolg, sondern wir waren, glaube ich, in der Vergangenheit ganz erfolgreich. Nur jetzt müssen wir uns eben fragen, wie jedes Unternehmen auch, sind wir für die zukünftigen Anforderungen unserer Mitgliedsunternehmen, also unseres Marktes sozusagen, noch gut gerüstet. Und dem dient dieses Projekt. Okay, und das soll dann quasi bis 2015 umgesetzt genau sein? Genau, das erste Quartal 2015. So sind die Maßnahmenpläne. Wunderbar. Von der Zukunft zum Jetzt. Wie würden Sie beschreiben, wie geht es gerade den Kölner Unternehmen? Erstaunlich gut. Also es gibt ja viele Regionen in Europa, aber auch in Deutschland, wo man das nicht wirklich behaupten kann. Wir sind immer noch, so sage ich das immer, auf einer Insel der Glückseligen. Wir sind in einer boomenden Region und das trifft fast auf alle Branchen zu. Wir haben jetzt gerade im Herbst unsere Umfrage gemacht bei unserem Mitgliedsunternehmen und konnten feststellen, dass das erste Mal seit längerer Zeit sowohl die Geschäftslage der Unternehmen als auch die Erwartungen, also das in die Zukunft gerichtete, als außerordentlich positiv beurteilt werden. Und das ist schon eine Ausgangslage, dass wir halt sagen, wir starten jetzt mit Rückenwind ins neue Jahr in 2014. Warum glauben Sie, ist das so, dass man tatsächlich hier eine bessere Region dann im Endeffekt vorfindet als in vielen vergleichbaren Ecken? Also ein wesentlicher Faktor ist definitiv der, dass wir eben keine absolut und ausschließlich prägende Branche haben hier in dieser Stadt, so wie es manche andere Städte haben. Die wachsen oder die steigen und fallen mit einer einzigen Branche. Wir sind in vielen Branchen führend, beziehungsweise an zweiter oder dritter Stelle. Wenn Sie denken an die Chemieindustrie, an die Autoindustrie, Köln ist Medienstadt, Köln ist Versicherungsstadt. So haben Sie immer irgendwo die Möglichkeit, wie kommunizierende Röhren an einer Entwicklung teilzuhaben. Da geht es vielleicht der einen Branche mal ein bisschen weniger gut, dann geht es der anderen dafür besser, sodass wir eigentlich insgesamt immer ganz gut dastehen. Und der zweite Punkt ist, wir sind eben auch eine wachsende Region. Die Region ist attraktiv, es findet hier Zuzug statt, es findet Zuzug von Fachkräften statt. Wir sind großer Wissenschaftsstandort. Das schafft alles gute Voraussetzungen, um hier einfach gut wirtschaften zu können. Und noch haben wir ja auch eine Infrastruktur, wenngleich uns die ja gerade so ein bisschen wegbröckelt. Ja, wo sehen Sie denn da das größte Problem? Also wurde da einfach jahrelang auch was verschlafen, ja, was die Infrastruktur angeht? Und worum geht es da hauptsächlich? Um die Straßen, um das Schienennetz, um alles zusammen? Also ich glaube, was in der Vergangenheit falsch gelaufen ist, und zwar nicht nur hier in der Kölner Region, sondern insgesamt in Deutschland, ist, dass die Blickrichtung bei der Frage, wo muss Geld hinfließen und wo muss man das Geld herholen, sehr oft nach Himmelsrichtung ging. Also von Ost nach West oder von West nach Ost. Wir haben den Soli, der Soli wurde bezahlt oder floss in den Osten. Man hat sich aber wenig gefragt, ob das wirklich mit den tatsächlichen Situationen in diesen Regionen überhaupt übereinstimmt. Und heutzutage stellen wir fest, dass es im Osten viele Kommunen gibt, denen es hervorragend geht. Trotzdem kriegen sie noch den Soli. Und hier im Westen sind viele Kommunen, da gehören wir noch nicht wirklich dazu, aber es gibt eben andere, wo man sagen muss, da brauchen wir dringend einen Soli, der dorthin fließt, weil sonst gehen da irgendwann die Lichter aus. Mhm. Und da sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden und wir stellen es eben ganz konkret fest, weil Sie auf die Kölner Region ja abstellen, beim Zustand unserer Infrastruktur. Alle erinnern sich noch an die Situation, als die Leverkusener Brücke gesperrt werden musste, Anfang des Jahres. Dramatische Situation nicht nur für die LKWs, die nicht mehr drüber fahren konnten, sondern natürlich auch für die ganzen PKWs, die Pendler, die jeden Tag da im Stau standen. Das ist eine Situation, da ist jedem, glaube ich, deutlich geworden, dass wir zwar einerseits
als Verkehrsknotenpunkt in Europa eine super Lage hier haben mit toller Infrastruktur. Aber wenn die dann mal nicht mehr da ist, weil sie wegbröckelt, da haben wir ein Riesenproblem, weil alles baut darauf auf. Die ganzen Beziehungen der einzelnen Firmen zueinander bauen genau auf dieser Infrastruktur auf. Wie dringend ist da der Handlungsbedarf? Der ist enorm groß. Eigentlich ist es 11:55, wobei das klingt immer so pessimistisch, als ob man nichts mehr tun könnte. Man kann schon noch was tun. Unsere Forderungen in Richtung der jetzt sich bildenden Bundesregierung sind ganz klar, dass endlich die Mittel, die aus dem Verkehr generiert werden, auch tatsächlich in den Verkehr wieder zurückfließen, also in solche Instandhaltungsarbeiten der Infrastruktur. Und ich sage auch ganz klar, erstmal Instandhaltung, dann kommt das Thema Neubau, also in dieser Abfolge. Irgendwann werden wir auch neu wieder bauen müssen, aber erstmal müssen wir das, was wir haben, instandhalten. Und das, was im Verkehr generiert wird, muss zurückfließen. Da brauchen wir nicht über Maut reden, wir brauchen bloß das, was ohnehin schon aus dem Verkehr kommt, Kraftfahrzeugsteuer etc., Mineralölsteuer, einfach wieder auch dem Verkehr zufließen lassen. Dann ist schon vieles geholfen. Und da muss man natürlich Planungsverfahren noch beschleunigen. Es ist nicht nur mit Geld getan. Ja. Eine Sache, die ja zumindest den Verkehr in Köln entlassen soll, ist jetzt das kommende Lkw-Verbot für die Kölner Innenstadt. Wie sind Ihre Meinung dazu? Vom Grundsatz her sehen wir das positiv. Wir haben uns auch in die Diskussionen eingebracht hier in der Stadt Köln, was das Lkw-Führungskonzept anbetrifft. Es geht ja nicht um ein Verbot, es geht um ein Führungskonzept, dass man eben sagt, Lkws können nicht mehr überall fahren, sondern nur noch auf bestimmten dafür vorgesehenen Routen. Also vom Grundsatz her positiv, aber so wie es jetzt sich darstellt, wie es umgesetzt wurde, sind wir doch kritisch, weil bestimmte Ausnahmegenehmigungen, die wir gefordert hatten, zum Beispiel die Freihaltung der Rhein-Uferstraße für LKWs, um die beiden Häfen miteinander zu verbinden, Niederhafen und Godorf, dass da diese Ausnahmegenehmigungen nicht Niederschlag gefunden haben. Und insofern werden wir uns auch weiterhin da positionieren, unsere Stimme erheben, dass es da Ausnahmegenehmigungen gibt. Vom Grundsatz her aber, wie gesagt, ist es gut, weil wir natürlich auch nicht wollen, dass LKWs überall durch Wohngebiete fahren können. Mhm. Entschuldigung, wenn ich eins noch ergänze. Gerne. Lieferverkehr ist aber natürlich ausgenommen. Nicht, dass der Eindruck entsteht, es darf generell kein LKW mehr nach Köln reinfahren. Jeder Lieferverkehr, der hier an- und abliefert, darf natürlich selbstverständlich auch das weiterhin tun. Es geht also quasi im Endeffekt nur um den Transitverkehr. Es geht um den Transitverkehr, genau. Ja. Um ein anderes Thema mal weg von der Infrastruktur anzusprechen, Fachkräftebedarf, Fachkräftemangel, Fachkräftesituation, wie sieht die in Köln aus? Sie hat eben mal gesagt, es gibt einen Zuzug, aber ist der ausreichend und vor allen Dingen, wie sieht das langfristig aus? Auch da gilt wieder, wir sind hier immer noch relativ gut aufgestellt in Köln, also zumindest wenn ich auf die Stadt Köln schaue, weil wir in der Tat einfach eine attraktive Stadt haben, wo viele Leute zuziehen, wo wir auch gute, gut ausgebildete Menschen haben, Stichwort Universitätsstadt, Fachhochschule, große Fachhochschule. Da kommen eben sehr viele hierher zum Studieren und bleiben dann auch hier. Das ist der sogenannte Klebeeffekt, dass die Leute einfach in Köln bleiben. Insofern haben wir in Köln selbst haben wir jetzt nicht ganz so ein großes Problem. Aber wenn Sie schon so ein kleines bisschen rechts und links unseres Kammerbezirks schauen, in manchen Städten auch des Oberbergischen, da kämpfen schon viele Unternehmen mit der Tatsache, dass eben die Fachkräfte, die sie brauchen, in dieser Zahl, wie sie brauchen, nicht mehr vorhanden sind. Und da müssen die Unternehmen eben dann, und da beraten wir sie auch als IHK, sich ganz konkret Gedanken machen, was sie an zusätzlichen Leistungen zu den üblichen Dingen wie Gehalt und vielleicht einen Dienstwagen oder sowas tun können für ihre Mitarbeiter, damit sie eben ein attraktiver Arbeitgeber sind. Insofern Fachkräftebedarf oder das Fachkräfteproblem ist da aber eben in unterschiedlichen Schattierungen, je nachdem, wo Sie hinschauen. Mhm.